Interessant. Sehr interessant. Weiter nach oben. Ja, hier kriegen wir Feuer. Dann können wir uns das Bergungsgutchen holen. Zack. Und immer weiter nach oben. Nach oben mit dir. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Na dann. Bitte! Das muss alles nicht sein! Pfeile. Was sind das für Leute? Irgendwelche komischen Banditen. Aber wieso greifen die an? So. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lager. Und nochmal ein paar Videos gucken. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke.
Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Weitere alte Videoaufnahmen. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Alles klar. Beschädigt den Tunnel. So, aber jetzt können wir was anfangen. Und zwar einmal eine verstärkte Wurfarme. Dann gehen wir auf die Pistole. Erhöht die Präzision und den Schaden. Das ist gut. Belüfteter Schlitten. Und dann... Auf geht's, würde ich sagen. Sauber und effizient. Waffenmodifizierung verfügbar. Ach, sagt das sogar. Schön. Boah! Das sind mal Patronen. Ja, leck. Hoho. Aber was ist das hier? Ich
auch eine ganz schöne Wummel. Ich brauch Hilfe! Überhaupt nicht gesehen. Was sind wir lang? Na, noch ein Geocaching. Zugang zur Basis. Set begonnen. Aha. Dann geht's wohl hier hoch. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. So. Es ist eiskalt. Ich glaube, dass wir mit diesen grünen Dämpfen noch Probleme bekommen werden. Vorsicht, Vorsicht! Das ist voller Benzin! Ja. Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen wir recht sein. Dann los. Hilfe! Achtung! Was ist hier? Und einmal aufstemmen. Bergungsgut. 65 Bergungsgut. Das ist viel. Das war's wohl mit deinem Hol-Dich. Na, was sind wir denn jetzt? No one leaves. Niemand geht. Raus hier. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Das funktioniert nicht. Ich brauche was Stärkeres, um durchzubrechen. Beende es. Bitte.
Bitte. Töte mich einfach. Wir lösen ihn von seinem Leiden. Fahr zur Hölle. Ein Buch. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Die Achsenmächte haben die Stürme untersucht. Bergbasis. No one leaves. Wieso steht das hier überall? Niemand geht, niemand verlässt diese Insel. Oh! Lager entdeckt, Karten auch. Bergungsgut und Munition. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? The Storm is watching. Set komplett. Wie geht's denn hier lang? Ah, hier ist das Lager. Sieben Männer, zwei Frauen. Fähigkeiten. Kämpfer-Upgrades. Das ist doch gut. Schmerztoleranz. Mehr Schaden einstecken. Großraummagazin, gepolsterter Schaft, Rücklaufbremse, Klebeband, Doppelmagazin, polierter Auswerfer. Salvenmodus. Größeres Magazin. Gepolsterter Schaft. Stabilisierung der Waffe. Ist gut. Na dann, dann gehen wir mal weiter. Das war hier lang. No escape. Waffenmodifizierung verfügbar. Erstmal hier die Tür auf. Funkturm.
Ich glaube, da wären wir. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig.